dann werde ich halt das verkaufen müssen. So, noch ein und noch ein. Und wir brauchen nur noch ein und dann haben wir es geschafft. Mensch, Mensch, das ging ja ganz gut. So, und bumm, haben wir es endlich. Sehr gut. So, was brauchen wir als nächstes? Archonfeder, Rattenmenschenelite, Archons brauchen wir, Seelenrubine, Kräuterwurzeln. Oh, das ist eine ekelhafte Quest. Haut eines und schafft. Ja, das wird noch richtig zur Herausforderung mit dem Inventar. Und ich würde sagen, wir werden uns erstmal kurz nach Eldarin teleportieren. Ich glaube, da haben wir nämlich ein oder die. Genau, zwei Quests haben wir da fertig. Was wird denn hier verkauft? Ich finde übrigens, ich finde dieses Haus noch immer richtig cool eigentlich. Ich weiß nicht, wann es das gab. Ich hätte es mir auf jeden Fall auch gerne gekauft. So, 5. Boah, 5 Gold ist viel zu viel dafür. So, hoffentlich können wir es abgeben. Das wäre doch sehr schön. Heiler Avon. Kräuterwurzeln, wir brauchen Kräuterwurzeln. Wartet mal. Brauchen wir Kräuterwurzeln? Ja, ist ganz ehrlich, ist egal. Vielleicht haben wir. Dieser Avon, Meister Avon, Meister Avon. Es handelt sich um einen Notfall. Sibi, beruhige dich. Was bringt dich zu mir? Willst du mir von deinen vielen Abenteuern erzählen? Aber nein, hör zu. Bla bla. Erzählt ihm die aktuelle Situation. Ich spürte, dass im Osten etwas nicht stimmte. Es handelt sich um eine sehr, sehr ernste Sache. Also. Blässe und niedrige Temperatur. Die Krankheit breitet sich schneller aus und die Leute werden immer kranker. Kannst du mir nochmal sagen, was Julia über die Fünf-Flüche erzählte? Also ich erinnere mich nicht hundertprozentig. Was waren sie noch? Der ist mir doch zu wertvoll, der Stab. Was waren sie noch? Die Albtraumfluch, der Albtraumfluch, Bonbonfluch, Weichenelfluch, kontaminierter Entziehungsfluch und dann noch der Eiscremefluch? Wow, von den Flüchen habe ich noch nie gehört. Du meinst wahrscheinlich mit Albtraumfluch, dem Fluch des Nachtnebelatens und Bonbonfluch ist wahrscheinlich der Wirbelwindfluch. Weichenelfenfluch vielleicht, Teichenelffluch, dann wahrscheinlich der kontaminierte Wasser. Elf und der Fluch des dünnen Eises. Lass mich nochmal schauen. Blass und kalt, dunkle Wolken. Also wenn ich mich nicht täusche. Oh, ich habe. Das muss stimmen. Jawohl. Was ist es? Sag es. Sibi, die Symptome zusammen lassen eigentlich nur eine Schlussfolgerung zu. Es ist der Fluch des Wirbelsturmes. Er lässt die Leute einen nach dem anderen krank werden und zerstört am Ende das ganze Dorf. Ich habe den Fluch zwar noch nie selbst erlebt, erinnere mich aber die Rezeptur für das Gegengift in alten Büchern gesehen zu haben. Symptom 1. Kalter Körper. Symptome 1. Erstes Symptom. Kalter Körper, Blässe, zeitweilige Fieber. Zweite Ursache. Wurde noch nicht bestätigt. Wir könnten ja. Macht hier jemand Spinne? Wurde noch nicht bestätigt, aber sein Ursprung wird auf die teuflische Arktis geschätzt. Dritte Infektion. Der Fluch besitzt. Achso, drittens, Infektion. Der Fluch besitzt eine geringe Eigenenergie, die sich aber durch den Wirt verstärkt und schlimme Folgen hervorruft. Viertens, Behandlung. Goldene. F Oh Gott, das brauchen wir alles. Oh, ich meine, ich habe das beim ersten Mal gemacht. Beim Krieger. Und wo ich, glaube ich, nicht aufgenommen habe, das weiß ich nur nicht. Und danach nie wieder. Händler Kenton. Kenton, das Netz. Das ging aber zack, zack. Vielen Dank, Schätzchen. Oh gut, wir haben sehr gut, wir haben einen Inventarplatz wieder frei. Sehr schön. So, wir müssen mal gucken, ob ein Kleriker vielleicht. Wir müssen mal gucken, ob wir gehen mal kurz nach Uru, weil ich da jetzt mal gucken möchte, ob wir da nicht Orange. Oh, müssten wir eigentlich uns auch noch kaufen, ne? Vor allem das Ding ist ja da im Oberknaller.
Aber 5 Sterne, ne? Vielleicht kaufe ich es mir ja. Vielleicht, wer weiß das schon. So, die ist bestimmt nicht online. Bist du anwesend? Zweck eines Buffs? So, man kann sie ja mal fragen. Vielleicht ist sie ja da und... Ja, ansonsten müssen wir mal gucken, wo wir noch ein Dings bekommen. Power Jürgen. Oh. Oh, oh, oh. Sehr gut. Dann haben wir es auch endlich. Mann, Mann, Mann. Das ist so schön. Oh, komm, wir können auch weiter an und abgeben, Quest. Das ist sehr gut. So, Stadtmeister. Räuber auslöschen. Stadtmeister Adrian, ich bin wieder da. Ich habe die scharfen Rückenstacheln. Das ging ja schnell, danke sehr. Nun, dann können wir ja damit anfangen, die Räuber zu fangen. Willst du mir helfen? Quest anfangen. Oh mein Gott, ich wurde schon wieder ausgeraubt. Diesmal haben sie meinen Stuhl und meinen Tisch gestohlen. Sie haben meinen Welpen gestohlen. Mann, oh Mann. Ha, sie haben es geschafft, den Dornen, die ich letzte Nacht verteilt habe, der kleinen Juwelenhändlerin zu entkommen. Oh mein Gott. Du hast diese Räuber noch nicht gefasst? Diese Stacheln sind nutzlos. Ja, sie sind alle Stacheln entkommen. Außerdem werden sie immer mutiger seit einigen Tagen. Sie stehen riesengroße Möbelstücke. Wie haben sie die großen Möbel gestohlen? Naja, ich weiß nicht. Ich muss einen... gut. Wir brauchen jetzt Inkubus... Kühlzeit oder eher gesagt die Peitschen und ich vertraue mir, ich mache das. Und ja, das wird da auf jeden Fall eine Herausforderung. Und macht jemand Spinne mit? Auf, wir könnten auch das machen, ne? Weiß ich nicht, ob ich da jetzt so Lust drauf habe. So, wir können ja mal gucken, ob wir... Genau, wir können uns ja die zwei neuen Skills mal kaufen.